herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Dieses Jahr regnet es Rezensionsexemplare, habe ich das Gefühl, aber es macht auch wirklich Spaß. Dieses Buch ist für mich etwas Besonderes, weil ich habe den Verlag nicht gekannt und war auf der Frankfurter Buchmesse und habe ihn dort gesehen und dieses Buch dort gesehen. Und es hat mich natürlich sofort angezogen, weil es über Nietzsche ist und Nietzsche auf dem Cover ist und Nietzsche mein Schwerpunkt ist literarisch. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und den Verlag gefragt, ob ich es rezensieren darf. Und tatsächlich wurde mir dieses Buch mitgegeben und das fand ich wirklich klasse. Also so eine Spontaneität hätte ich nicht als selbstverständlich irgendwie vorausgesetzt. Nun zum Buch. Es heißt Übermensch, Friedrich Nietzsche und die Folgen. Und es ist ein besonderes Buch, denn es ist die Begleitpublikation zur Sonderausstellung in Basel im Museum. Eine Nietzsche-Ausstellung, ich glaube, zugunsten seines Geburtstages. Wie alt wäre der gute Fritz geworden? Zum 175. Geburtstag Friedrich Nietzsches gab es diese Ausstellung und begleitend dazu halt dieses Buch. Und ich hatte erst Sorge, dass das dann so eine Art, weiß ich nicht, Museumswerbungskatalog ist. Nein, es ist wirklich ein absolutes Überraschungsbuch für mich geworden. Also wenn nicht sogar ein Mini-Highlight. Ich sage euch auch warum. Wir haben hier ein Kompendium aus Autoren und Autorinnen. Also boah, ziemlich viele. Muss mal sehen. 20, 30 Autoren müssten das sein. Und darunter sind halt so bekannte Namen, also aus der Nietzsche-Forschung bekannte Namen wie Andreas Urs-Sommer, Volker Gerhardt, Heinrich Meyer, von dem habe ich euch schon ein Buch vorgestellt von Nietzsche, genauso wie bei Andreas Urs-Sommer, Klaus Zittel, Nietzsche und die Lyrik müsste von ihm gewesen sein, was ich, oder das ästhetische Kalkül. Auf jeden Fall auch ein bekannter Nietzsche-Forscher. Und viele, viele mehr. Also das fand ich total toll, wie viele Menschen beteiligt waren an diesem Buch. Und dann gibt es immer Essays, so wird es hier benannt, zu ganz verschiedenen Themen. Also wir haben hier Nietzsches Jugendlyrik. Ganz kurz, 2 bis 3 Seiten immer nur. Dann Nietzsche als Schüler und Student, wieder nur 2 Seiten. Nietzsche und Basel, 3 Seiten. 4. Friedrich Nietzsche in seinen Vorlesungen, kriegt man da nochmal einen Einblick. Und das Schöne ist, es sind auch Fotos darin. Also man bekommt dann so eine Mitschrift eines Studierenden, aus Nietzsches Vorlesung zum Beispiel ist da drin. Fotos, die Nietzsche selber abbilden oder seine Familie, seine Freunde, seine Verwandten. Menschen, mit denen er in Bezug stand, die wichtig für ihn waren. Sein langjähriger Freund Franz Overbeck, der ja gerne mal vergessen wird, obwohl er eigentlich der engste und längste Freund Nietzsches war. Paul Reh. Dann ganz viel auch über seine Schwester und wie die seinen Nachlass wirklich versaut hat, kann man einfach sagen. Also, dass Nietzsche so ein Ansehen bei den Nationalsozialisten hatte, ist fast allein ihr zu verdanken, weil sie seine Texte so missgestaltet, entzerrt und vergewaltigt hat, ich kann es gar nicht anders sagen, dass daraus die reinste NS-Propaganda wurde, was einfach nicht der Wahrheit entsprach. Also wirklich nicht. Das wird hier aufgegriffen und zwar auf eine ganz tolle Art und Weise und auch wirklich belegt, sodass man sich realistisch ein Bild machen kann, wie es wirklich war. Ja, und alles halt in einer Kürze, die so super ist und so kompakt. Also man bekommt wirklich einen ganz tollen Überblick und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, als ich angefangen habe mit Nietzsche, hätte ich mir so ein Buch gewünscht, das auf ganz kurzen Seiten das Wichtigste zusammenträgt. Auch so Begriffe wie Übermensch werden hier, der Wille zur Macht, was das bedeutet hat, wird hier auch noch verglichen. Glück, Wille und Macht bei Kant und Nietzsche. Also dieser Vergleich allein, ganz, ganz toll. Auch toll gegliedert, das hat ein bisschen mehr Seiten, das hat dann 4,5. Dann gibt es immer hier unten weiterführende Literatur. Zu dem Thema, das das Kapitel behandelt oder zu dem Autor, der das Kapitel schrieb. Dann viel zum Zarathustra, ist klar. Die Umwertung aller Werte, was bedeutet das eigentlich für Nietzsche? Also ganz, ganz toll. Und was ich auch wirklich interessant war, weil das wusste ich einfach nicht, es gibt 2 Nietzsche-Archive. Eines in Weimar, das hat seine Schwester ja gegründet, und eines in Basel, das hat Franz Overbeck gegründet, der Freund von Nietzsche. Und wie die entstanden sind und welche Bedeutung die haben und ja, was die so ausmacht, das wusste ich einfach nicht und das fand ich so interessant und das ist ganz, ganz toll geschrieben. Und auch viele Informationen, die ich einfach nicht wusste, auch Friedrich Nietzsche in der bildenden Kunst, wer ihn alles wie gemalt hat. Total beeindruckend, von Edvard Munch
bis hin zu Künstlern, die ich einfach überhaupt nicht kenne oder auch so zu so Comiczeichnungen. Ganz, ganz toll. Und dann möchte ich euch einen Absatz vorlesen, der einfach ja, mir so ein bietchen aus der Seele spricht. Und zwar, Nietzscheaner wird man nicht aus intellektueller Neugier. Man wird es mit Haut und Haar und bleibt es. Vielleicht trotz besseren Wissens. Wie ein Fußballfan, der mit seinem Verein bis in die Regionalliga absteigt und dennoch nicht aufhören kann, mit diesem Verein zu feiern und zu trauern. Ich hatte keine Ahnung, was mich jenseits des Zarathustra erwartete, war mir jedoch sicher, langweilig würde es mit Nietzsche nicht werden. Und das stimmt. Und geschrieben hat das Matthias Politiki. Politiki, schwierig auszusprechen mit so einem Y. Genau. Dann wird hier Nietzsche und Nationalsozialismus aufgemacht, das hatte ich ja schon gesagt, und dann halt auch seinen Zusammenbruch geschildert. Und auch so die Zeit nach seinem Tod und vor allem auch, was so rezipiert wurde nach seinem Tod von ihm, über ihn. Genau, und dann gibt es einen zweiten Teil in diesem Buch, und zwar den Katalog. Und ich habe vorher gar nicht geguckt und habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das zweigeteilt ist. Und das ist so spannend. Es gibt so tolle Abbildungen hier. Was es hier mit auf sich hat zum Beispiel, könntet ihr dann lesen. Es gibt ganz viele Bilder von Menschen, die vorher erwähnt wurden, damit man einfach auch weiß, wie die gewirkt haben. Dann gibt es so abgefahrene Sachen wie ein Teller und wie der mit Nietzsche in Zusammenhang zu bringen ist. Das fand ich toll. Nietzsches Lesestuhl. Und warum man den noch fotografieren konnte und wer den mittlerweile hat, das fand ich also ganz, ganz, ganz toll. Und was mich sehr, sehr berührt hat, war der Teil mit der Überschrift Overbecks schwerste Reise. Und da geht es darum, dass Franz Overbeck den zusammengebrochenen Nietzsche in die Psychiatrie gebracht hat und dort angemeldet hat, weil er einfach derjenige war, der anwesend war zu dem Zeitpunkt. Und oh, das geht schon nah, wenn man da so eine Affinität für hat. Dann gibt es die Totenmasken, die von Nietzsche angefertigt wurden und die Geschichte darum, die kannte ich auch noch nicht. Ganz, ganz, ganz toll und ganz viel andere Informationen noch zu Nietzsche, um Nietzsche, nach Nietzsche, 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 Nietzsche. Ganz viel. Also ein wirklich, wirklich tolles Buch. Es kostet 38 Euro, es ist hier im Hardcover. Ich finde, eine absolut lohnenswerte Investition, ein super Weihnachtsgeschenk für alle Nietzsche-Begeisterten. Ich finde es unfassbar informativ. Ich habe ganz viel entdeckt, was ich noch nicht wusste und ich finde, es ist super für den Nietzsche-Einstieg geeignet, weil man so multiperspektivistisch, so rum wird es betont, einfach eintauchen kann in diese Welt, weil es ist eine eigene Welt und danach kann man sich irgendwie überlegen, okay, was würde ich jetzt lesen wollen, wo möchte ich ansetzen, wo, also weil auch so viel Literatur empfohlen wird, also es ein ganz, ganz tolles Buch, das ich euch nur empfehlen kann, von dem ich wirklich sehr, sehr begeistert bin und von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass es mich so packt. Einfach, ja, weil ich schon zwei Bücher Nietzsche und die Folgen gelesen habe und nicht gedacht hätte, dass das hier so besonders gestaltet ist. Genau, so, das war es jetzt aber von mir, versprochen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss!